So eine verfickte Scheiße. Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Sie liegt in einer Wanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, Vee. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Hab gehört, die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Vee, schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Schließe an. Ich mach ja schon. Sandra Dorsett, NC570442. Trauma-Team Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomod. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Also Scorplodger-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Ist das nicht gefährlich? Können wir sie nicht einfach wegschaffen? Sie ist hier und atmet. Mach jetzt keinen Rückzieher. Wir brauchen den Biomann intakt, um Blutungen zu finden und so. Such den Splitter und zieh ihn raus. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deiner Standort ein. Okay. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premiumplan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Oh, fuck! Herzstillstand! Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, Air Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es, ey! Boah. Ich glaub... Scheiße, es hat geklappt. Feuer, Cabron, bring sie nach draußen! Komm, komm, komm. Feuer, schaff sie raus, Terrasse! Das habe ich alles schon mal gemacht. Das ist tatsächlich dasselbe, wie wenn du Nomad spielst. Landung, Abstand halten. Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet. Befolgen Sie die Instruktionen. Hallo. Patienten auf den Boden legen. Ja, wie? Fünf Schritte zurück, jetzt! Storch. Rede. PT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin. 110 Norepinephrin. 800 Fibrin. Geil, alles rein. Rein in den Körper. Hallo? Jackie. Hallo. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich klinge mich aus. Tschüss. Wir sehen uns bald. Hör zu, Mano. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich habe ein Date mit Misty und... komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, Vee. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch.
Okay. Anruf. Wie? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Natürlich ist sie das. So war's doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Manu. Ich fahre. Okay. Voll. Der Ding kann ich. Der hat gar nicht gelenkt. Night City ist einfach geil. Stadt wie jede andere. Nur größer. Nein, Manu. Nicht wie jede andere. Morgan Blackhand. Andrew Wayland. Adam Smasher. Hier kommen Legenden. Ich bin verhungert. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt. Bin ich, oder? Ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Chicago. Mir das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Gav! Ich aus der Puta! Jetzt fahr schon, Jackie! Na los, wie? Kann nicht! Halt ihn ruhiger! Alter. Festhalten, wie? Wie denn festhalten? Warum denn festhalten? Oh, Alter. Scheiße! Mierda! Pardon. Hab euch, Arschlöcher! Wie? Ziel auf den Fahrer! Na, denkst du, was ich ja mache? Ha. Dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, wie. Schon okay. Der lenkt das überhaupt kann nicht. Fahren wir lieber nach Hause. Was ist das denn? Ich habe eine Map. Ah, ich habe hier eine Map. So angucken. Ist eine große Map. Nicht alles. Das sieht aus wie aus Robocop. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sieh an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Lasst sie durch! Aber sie sind die Letzten. Cool. Okay, dann da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Hey. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich, Officer. Ach.
Die mochte dich echt. Meine Leidenschaft hat sie mitten ins Herz getroffen. Genau. Aha. Ich bin loyal. Ein Typ für Beziehungen. Aha. Mhm. Und bescheiden. Du weißt schon. Aber der regeneriert gar keine Gesundheit, ne? Guck mal, wie. Da gibt's aufs Maul. Scheiße. Sie sind hier. Sieht nicht wie eine normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern MaxTag. NCPD-eigene Sondereinheit. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Oh. Tja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Ah, okay. Dann überspringen wir das jetzt mal, dass wir ja mal ein bisschen in der Story vorwärts kommen. Wir sind immer noch im feindlichen Gebiet, das wundert mich. Oh, oh. Träume wie. Grüß Misty von mir. Werde ich. Ahí luego. Gibt's Vorteile? Es hört sich alles sehr wichtig an, ne? Habe ich so das Gefühl. Ah, oh, Aha. Kann ich die... Oh, die hat auch Panzerung. Das auch. Ah, okay. Kann ich die nicht irgendwie fallen lassen, vergleichen, halten, zerlegen? Ah, zerlegen. Wir zerlegen die übelst. Den auch. Schon immer nichts mehr. Alter, das ist ja, da musst du dich ja wieder richtig mit beschäftigen. Charakter. So, pass auf, wir haben jetzt hier Handfeuerwaffe, Gewehre, Klingen, Athletik. Tja, Vernichtung. Ich muss das extra noch lernen, ne? Breach Protokoll, Quick Hacks. Ich würde ja sagen, wir gehen übelst auf Jinjitsu. Ha, was? Hidden Dragon. Tomahawk. Still und tödlich. Gut. Das ist ja alles. Ich habe ja aber noch. Okay. Okay, verstehe. Diese Vorteilspunkte kannst du dann da reinsetzen. Und die Attributspunkte setzt du dann halt. Alles klar, verstehe. Die erste Inzidenz war tragisch, hat aber ein glückliches Ende gefunden.
Zur Erinnerung, bei dem Unglück damals waren 35 Berger. Guten Abend, Night City! Mein erster Gast heute ist Buck? Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Möge er gepriesen sein, unser Vater im Himmel. Und unser zweiter Gast, Frieda Lee, Moderatorin der Show Chip-In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Und der regeneriert gar nicht Gesundheit nach, ne? Stell ich gerade mal so fest. Also wird's. Das blöde Tor ist kaputt, zum dritten Mal. Hab schon die letzten beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Nein. Das ist der Hausmeister, kriegt was zu hören. Oh ja. Ja. Moin. Geh nach Hause. Ich bin zu Hause. Oh, was haben wir hier? Hä? Spiegel? Ah, okay. Was haben wir hier? Trinken. Aha. Trinken. Alles trinken. Das trinken wir nicht. Um meinen Spiegel. Und hier aussehen. Aussehen verändern. Ne, ach so. Ja, das wollten wir ja nicht. Ich wollte eigentlich die Klamotte ändern. Ich kann die Klamotte ändern. Wirf einen Blick ins Waffenlager. Hier ist ja gar nichts. Ein Katana. Okay. Die Jacke ist schon mal gut. Hey. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hey. Jo, keine Ahnung. Dann gehen wir ins Bett. Ich dachte eigentlich, ich kann meine Klamotte ohne irgendwie. Dusche. Erstmal duschen. Duschen ist immer gut.